Die Wahrheit über Nickelodeon. Es gibt nicht eine einzige Serie, die wir damals geguckt haben, in der nicht irgendwas Krankhaftes oder Verstörendes hinter den Kulissen passiert ist. That's where I would usually sleep. And opened my eyes, I woke up and he was sexually assaulting me. Ich liebe euch alle, egal ob ich schwarz oder weiß, denn ich spiele keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Lovelock Highlights und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die ganze Community. Und zwar ziehen wir uns ein neues Video rein, welches heißt Die Wahrheit über Nickelodeon 2024. Ja, es geht um das Thema Nickelodeon. Da sind ja auch einige Sachen passiert, die in die Richtung reingehen, dass da junge Menschen irgendwie sexuell angegangen wurden. Und ich finde, habe das eben im Stream schon gesagt, dass ich das so krass finde, wie diese Unternehmen wie Disney und Nickelodeon und so, die halt mit jungen Leuten zu tun haben, weil die halt so Kinderfilme und Kinderserien machen, dass da immer mehr Sachen rauskommen, dass die auch in solchen Machenschaften involviert sind und dass die komischen, pädophilen Menschen auf dieser Welt sich genau da einschleusen und da genau den Kids dann das ausnutzen quasi, dass die Kinder auch Stars werden wollen etc. pp. Es ist eine miese Sache. Ich habe das Gefühl, 2024 wird einiges exposed. Angefangen hat es ja mit Epstein's Island, jetzt auch der Diddy-Skandal. Nickelodeon ist jetzt auch was rausgekommen. Ich habe das Gefühl, dass dieses Jahr einige Sachen, die so hinter den Kulissen in Hollywood, in Amerika, in der Film- und Musikindustrie ablaufen, exposed werden. Und ja, ist eine gute Sache, damit die Leute das endlich mal auf dem Schirm bekommen. Ich liebe euch, lasst einen Daumen nach oben da, schreibt ein Kommentärchen, abonniert den Kanal. Peter geht los, Digi. Und los. Die dunkle Wahrheit über Nickelodeon, ein Video von mir, das damals durch die Decke gegangen ist. Die gezeigten Dinge haben nicht nur ganz Deutschland erschüttert, sondern haben auch den Stein für ein ganz neues Format von mir ins Rollen gebracht. Unzählige schockierende Videos über unsere damaligen Lieblingsshows wurden von mir seitdem gedreht und veröffentlicht. Ich habe mich ohne Spaß bei jeder einzelnen Folge jedes Mal gefragt, wann hört das Ganze endlich auf. Geschehen für Geschehen, Folge für Folge wurde das ganze Format immer interessanter und immer beliebter. Bis irgendwann eins klar wurde. Es gibt nicht eine einzige Serie, die wir damals geguckt haben, in der nicht irgendwas Krankhaftes oder Verstörendes hinter den Kulissen passiert ist. Kindheitstrauma ist hier das richtige Wort, das womit all unsere Lieblingsstars zu kämpfen hatten. Jetzt ist aber etwas passiert. Etwas, was meine DMs bei Instagram gesprengt hat. Gefühlt jeder von euch schreibt mir das gerade. Und zwar ist vor 3-4 Tagen eine ganz neue Doku erschienen mit dem Namen Quiet on Set. Diese Doku zeigt die absolut kranke Welt hinter den Kulissen des Kinderfernsehens in den 90ern und hauptsächlich auch Nickelodeon Anfang 2000 bis 2010. These are three predators who worked at Nickelodeon. Da sind sehr viele neue heftige Sachen geleakt worden. Vor allem geht es um Dan Schneider, Belästigung am Set und vieles mehr und ihr werdet niemals glauben, was danach passiert ist. Dan Schneider hat sich nach all den Jahren endlich zu allem geäußert und er wurde sogar emotional. All das zeige ich euch heute. Die Frage ist aber, ob ihr hat sich geäußert? Für bereit seid. Denn das heute übertrifft wirklich alles, was wir bis jetzt haben. This is going to be a heavy show tonight. This is the most unbelievable thing I've ever seen. This of the explosive docu-series. Can you help me? Wow. Okay, wir sind drin, Freunde, jetzt aufpassen. Quiet on Set zeigt Schauspielerinnen und Castmember, die sich zu vielen Dingen, die bereits in der Vergangenheit erwähnt wurden, äußern. Unter anderem beispielsweise Alexa Nicholas, die noch einmal aufgriff, wie die jungen Stars damals in ihren Rollen unterschwellig sexualisiert wurden. Jeanette McCurdy, die Schauspielerin von Sam von iCarly, kam zwar selbst nicht in der Doku vor, doch Dinge, die auch sie in der Vergangenheit gesagt hatte, wurden als Referenz für Dan... Diese Arschlöcher. Das Verhalten erwähnen. Er nannte die Leute dort am Set dumm, verrückt, Idioten und vieles mehr. Ein weiteres Thema war außerdem, dass Dan Schneider den jungen Schauspielern damals freizügige Kleidung für ihre Rollen gab und sexuelle Jokes in diese Kinderserien mit den ganzen Kinderschauspielern einbaut. Die eher was für Erwachsene war. Ich sag ehrlich, wenn ich das jetzt so sehe gerade und darüber nachdenke, so ich weiß gar nicht, ob das überhaupt... Ich weiß gar nicht, ob überhaupt junge Menschen, Kinder... sowas machen sollten, überhaupt Schauspieler sein, rappen oder singen oder so, weißt du? Ich weiß gar nicht, ob es sowas überhaupt geben sollte, wenn ich ehrlich bin. Again, as an adult, was when that memory came back. So I was like, oh, oh. Oh. Eine Frau in der Doku erklärte, dass Leute am Set bei vielen Jokes fragten, hey, soll das etwa das und das bedeuten? Dan Schneider dies jedoch immer verneinte. Ein ganzes Video über Dan Schneider findet ihr hier, das ist extrem wichtig für den Kontext. Ihr müsst wissen, dass so gut wie 90% der jungen Schauspieler damals sich heute gegen ihn aussprechen und ihm gemeinsam mit der Hollywood-Industrie etliche schlimme Dinge vorwerfen. Er war jedoch nicht der Einzige, der sehr viele schreckliche Dinge verantwortet. Bro, der sieht auch schon sehr creepy aus, ne, wenn ich ehrlich bin. Der sieht doch schon so aus, als ob der die ein oder anderen komischen Filmchen auf seinem Laptop hat, ne? Jetzt ehrlich jetzt, ohne, weißt du? So ein Creep irgendwie. Kannst du euch vorstellen, dass Leute...
hat diese Vibes. In der gesamten Kinderserienproduktionsindustrie gerade mit Anschuldigungen bombardiert werden. Jason Handy, ein weiterer bekannter Produzent beispielsweise, schickte Amanda von The Amanda Show ein Nacktbild von sich, auf dem er masturbierte. I even struggle on a day-to-day basis of how I can find a victim to if I have to. Easel Channel war ein registrierter Sexualstraftäter, der bei Nickelodeon arbeitete und 2005 festgenommen wurde. Mit der Doku kam sehr viel ans Tageslicht, was schwer zu leugnen und zurück. Assalamu alaikum, I'm from Gaza. Free Fall of Steam. Ein weiterer Schauspieler, der auch in der Vergangenheit öfter in der Kritik stand, ist ebenfalls in der Doku mit dabei. Drake Bell von Drake und Josh. Ihm wurde damals vorgeworfen, mit Minderjährigen geschrieben zu haben. Er hat damals eine Bewährungsstrafe von 2 Jahren aufgrund von Kindesgefährdung bekommen. Doch darum geht's heute gar nicht, ja. Es geht vielmehr um eine andere Sache, die wir im Video damals angeschnitten haben. Eine Sache, die uns alle heute mehr als nur schockieren wird. Das ist doch der gleiche, der auch gesagt hat, dass er angefasst wurde, oder? Erinnert ihr euch daran, was ich euch im Drake-Video vor fast 3 Jahren gesagt habe? Falls die Sache mit Brian Peck stimmen sollte, also dass Drake selbst in jungen Jahren belästigt wurde, dann kann es ja sein, dass so ein Trauma in dem Fall Einfluss auf seine menschliche Entwicklung hatte. Fact. Have you ever told your story? I have never told my story publicly. Drake war in seiner Schauspielzeit in jungen Jahren sehr oft unter der Aufsicht von Brian Peck. Brian Peck war einer der wichtigen Mitproduzenten von Drake und Josh und er war sogar oft onscreen zu sehen in anderen Serien. Komisch wurde es jedenfalls, weil egal worum es ging, egal ob Drake irgendwelche Dialoge lernen musste oder auch andere Sachen für die Show, er wurde einfach immer mit Brian Peck zusammengebracht. Das Ganze ging so weit, dass Drake mit seinen 15 Jahren damals mehrere Nächte bei Brian übernachtete. I was sleeping on the couch where I would usually sleep and opened my eyes, I woke up and he was is sexually assaulting me. Das war's. Noch nicht. Es wurde schlimmer, schlimmer, schlimmer und noch schlimmer. Drake brach sein Schweigen, was er aufgrund von seiner Angst hatte, und erzählte seiner Mutter alles. Drake sagte, dass er so krass am Ende war, dass er... Es tut mir voll leid, ich schwöre. So. Wenn jemand das erleben muss, weißt du? Mutter anrief und alles, was Brian Peck mit ihm angestellt hatte, weinend ins Telefon schrie, bis der ganze Fall dann vor Gericht ging. In den Gerichtsdokumenten werden... Ich kann mich immer so, weißt du, ich stelle mir dann immer vor, du bist so ein kleiner Junge, Digga, Alter, willst ein Filmstar werden, weißt du? Opferst dafür viel und so, viel von deiner Kindheit und dann kommt so ein Bastard um die Ecke tut dir was an, so. So crazy, bro. Schrecklichen Übergriffe detailliert beschrieben, von widernatürliche Sexualpraktiken bis hin zu Gewalt. Deswegen habe ich auch das gesagt, was ich gesagt habe. Ich weiß gar nicht, ob das so gut ist, überhaupt Minderjährige in die Entertainment-Branche reinzuholen, generell. So. Das ist sowieso nicht, man sollte sich eh nicht immer 1000 Filme reinziehen und die ganze Zeit irgendwie, man muss nicht Kinderfilme machen, man muss nicht. Sollen die Zeichentrick gucken oder was auch immer und dann, wenn die 18 sind, können die langsam in diese Richtung vielleicht reingehen, aber ich finde, Minderjährige haben da nichts verloren, weil es wird immer so sein, dass sich irgendwelche pädophilen Leute da reinschleusen und dann mit den Kids irgendwelche Sachen anstellen, weißt du? Mal Penetration. Ihr denkt, das war noch nicht verstörend genug? Jetzt passt auf. Kyle Sullivan, ein Castmitglied, erzählte in der Doku, wie er eines Tages bei Brian Peck zu Hause war. Dort fand er ein komisches, gemaltes Porträt von einem Clown und auf der Rückseite stand folgendes. To Brian, I hope you enjoy the painting. Best wishes, your friend, John Wayne Gacy. Er fand heraus, dass Brian ein gutes Verhältnis zu John Wayne Gacy hatte, einem Serienmörder, der 33 junge Männer ermordete. Und ich bitte euch jetzt genau zuzuhören, weil das, was jetzt kommt, wird euch zeigen, wie absolut brutal und teuflisch diese Industrie ist. Drake beschrieb, wie er am Tag des Prozesses gegen Brian Peck zum Gericht ging und folgendes sah. His entire side of the courtroom was full. Die eine Seite war voll mit Leuten, die Brian Peck verteidigten und hinter ihm standen. Und auf Drakes Seite waren Drake, me, my mom, and my brother. Gefühlt ganz Hollywood, weltbekannte Gesichter verteidigten Brian Peck und sagten, dass er niemals sowas machen würde. Mehr als 40 Supportbriefe für ihn, Leute, die Drake fertig machten und sagten, er würde lügen. Gatekeeper. Dass ihr euch Drakes Situation mal kurz vorstellt. Stellt euch vor, ihr seid ein 15-jähriger Junge in einem Gerichtsraum und alle erwachsenen Menschen dort verteidigen den Mann, der euch vergewaltigt hat. Ich
Beweise wurde Brian aber letztendlich schuldig gesprochen. Er kam nur 16 Monate ins Gefängnis. Und als er frei war, durfte er wieder für Nickelodeon arbeiten. Wie krank ist das bitte? Versteht ihr jetzt meine Worte von damals? Welches Kind wäre dann nicht traumatisiert worden? I looked at all of them. So wie diese grünen Mitarbeiter, die beim Kendler-Experiment involviert waren und heute immer noch in der Partei sitzen, so. And I just said, how dare you? Hey, it's Boogie. I played T-Bo on Nickelodeon's iCarly. Dieses Boogie Rinman, Alter. Ich kenne doch die meisten von uns, ja. Der gute T-Bo von iCarly drehte ein Interview mit Dan Schneider bezüglich der Doku. Was zwei Er hat mir diese Nickelodeon-Sachen, aber war ich nicht so krass am Start, sag ich dir ehrlich. Ich glaube, da war ich ein bisschen zu alt für. So iCarly und so eine Sache habe ich nie geguckt. Nach der Dokumentation auf Dan Schneiders YouTube-Kanal online kam. Das ist wirklich frisch, das ist alles 2-3 Tage her. Dan nimmt im gesamten Interview eher eine defensive Haltung ein und entschuldigt sich mehr oder weniger für alles. Beispielsweise dafür, dass er damals minderjährige Schauspieler massierte. It was the wrong thing to do. I'd never do it today. I'm embarrassed that I did it then. I apologize to anybody. Zwei interessante Sachen, die er sagte, waren außerdem, dass er absolut kein Problem damit gehabt hätte, Witze, die den Zuschauern nicht gefallen, löschen zu lassen. Cut it. Cut it. Und die andere Sache, die er betonte, war, dass er nicht allein für das Endprodukt dieser Serien verantwortlich war. Laut ihm hatte er Leute über sich, die entschieden haben, ob etwas passte oder nicht. Er musste etwas machen und dann gab es einen über ihn und über ihn gab es noch einen und immer so weiter. Dieser Gedanke, dass er alles kontrolliert und über alles entscheidet, soll laut ihm falsch sein. No, these are my bosses. Bosses and then their bosses and then their bosses. And they're approving all. Schön alles abwälzen, ne? Kennen wir doch. Er sich außerdem bei allen Schauspielern, die damals Szenen drehen mussten, die ihnen unangenehm waren. Hätte er damals gewusst, dass sie es nicht wollen, hätte er es nicht gemacht, sagt. Ja, nee, ist klar, Digi. Und dann schön am Set Minderjährige massieren. Alles klar, Bro. Er erzählte außerdem die Geschichte mit Drake und brach währenddessen in Tränen aus. Would you help me with my speech for the judge? I said, of course. And I did. Er soll direkt da gewesen sein für Drake und ihn sofort unterstützt haben. Die Frage ist jetzt... with my speech for the judge. Ach, währenddessen in Tränen aus. Für wen kommt das real rüber? Would you help me with my speech for the judge? Ich will nichts Falsches behaupten, ne? Aber irgendwie... Ich fühle das irgendwie nicht, dass das so krass authentisch ist, ne? Man weiß nie, aber... Of course. I did. Er soll direkt da gewesen sein für Drake und ihn sofort unterstützt haben. Die Frage ist jetzt aber für uns alle, ist Dan Schneider authentisch mit dem, was er sagt? Die meisten Leute sind nämlich gegen ihn, ja? Für die meisten Leute ist Dan genauso ein Teil dieser teuflischen Hollywood-Industrie. Er gehört sogar zur Spitze von all dem Negativen und Traumatisierenden, was in der Doku alles gezeigt wurde. Die ganze Produktion soll anscheinend zusammengehalten haben, ja? Moral gab es kaum. Alles, worum es ging, war Profit und sexuelle Bedürfnisse der Produzenten. Und jetzt sagt es mir bitte, wer von uns hätte damals mit all dem gerechnet? Nee, Mann, Digga, damals safe nicht. Ich weiß nicht, ob dieses Video hier so etwas wie ein Finale von diesem Format hier ist, aber ich habe das Gefühl, je mehr Zeit vergeht, desto mehr Sachen kommen einfach immer wieder ans Tageslicht. Aber was... Da wird noch mehr kommen, Majutze. Mach dir da mal keine Sorgen. Rascht uns von all dem eigentlich heute noch. Eine Sache, die ihr auf jeden Fall wissen solltet, ist, dass das hier das Format ist, wo ich jeden einzelnen Kommentar lese und sogar in den Kommentaren mit euch interagiere, ja? Deswegen schreibt unbedingt eure Meinung zu allem rein. Und wenn ihr nicht wollt, dass das hier die letzte Folge ist, dann lasst unbedingt ein Like da. Ansonsten danke ich euch fürs Zuschauen, bleibt aktiv, passt auf euch auf und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Sympathischer Dude, ne? Ich hab den noch nie gesehen, Digga. Avi Avirano. Der hat mir gute Vibes gegeben teilweise, muss ich echt sagen. Avirano et Tintman, Alter. Was macht der sonst so? Das ist ein mieser Mystiker oder was geht hier ab? Das krankeste Influencer-Paar. TikToker filmt Sex mit Zuschauer. Ach du Scheiße. Die respektloseste... Der ist ja in der TikTok-Bubble voll drin, wa? LGBTQ-TikTokerin ist verzweifelt. Ach du Scheiße. Also er ist spezialisiert auf TikToker, hä? Naja, also er war auf jeden Fall sympathisch. Ich liebe euch, meine lieben Freunde. Lasst eure Gedanken auf jeden Fall in den Kommentaren da. Wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Peace out.